Herzlich willkommen zu Mr. Loop zockt Crusader Kings 3. Schon wieder pleite. Müsste ja auch irgendwie anderweitig mal Knete machen, ne? Monatliches Einkommen 1,4. Meine Spione teilen mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr in der örtlichen Taverne sorgt. Der Mann gibt große Mengen Gold aus und prahlt lautstark damit. Offenbar hat er eine Karte des Geländes der Umgebung für einen unbekannten Adligen angefertigt. Bla, danke, dass ihr mich in Kenntnis gesetzt habt. Dieser Schwachkopf gehört in den Kerker. Was ist das für ein Penner? Logistiker. Gesellig. Ja, Kerker. Verpiss dich. Rasse Pferd, Kampfgeschick, okay. So, nehm ich mit. So, unsere Army ist immer noch auf dem Rückzug. Ich kann denen auch nicht sagen, dass sie jetzt schon wieder zurückkehren sollen, ne? Schade. Hofarzt. Ach, wobei, scheiße, ich habe gar kein Geld. Oh, schrecklich. Meine Fresse, gibt's denn nie welche, die sich eignen? Das ist zum Kotzen. Umkotzen. Ja, jetzt habe ich wieder kaum Geld. Und so richtig Knete kriegen wir auch nur durch Raubzüge, ne? Muss jetzt aber ein paar Monate warten, bis hier mal Ruhe einkehrt. Was ist mit der Gemeindekontrolle? Mehr Entwicklung. Wo war denn das andere nochmal? Da. Hätte ich schon, oder was? Moment, ich muss mal eben checken. Kontrolle. Da, Rogaland. Da müssen wir hin. Was haben wir sonst noch? Und hier natürlich dann, ne? Okay. So, seid ihr jetzt endlich angekommen? Ich könnte es jetzt natürlich nochmal riskieren. Ach komm, was soll der Geist? Wenn wir eh schon hier sind, mehr als das. So, gut. Mehr als dass jemand stirbt, kann natürlich auch nicht passieren. Ein langweiliges Festmahl wurde noch langweiliger, als unsere Frau eine Lösung vorschlug. Lesung vorschlug. Ja, toll. Kann ich nur zur Kenntnis nehmen. Jetzt können wir hier rausschlagen. 16. Bevor gleich irgendwie wieder eine fette Army ankommt. Da nochmal 9. Und danach verschiffen wir die nach Hause, ey. Oh, ja. Ich habe schon wieder zu lange gewartet, wahrscheinlich, oder? Neutrale Armee. So. Ab nach Hause. Sorgsame Pflege. Krankheitswiderstand. Massiver Bonus. Krass. Danach müssten wir ja ewig leben. Wir sind schon ziemlich fit. Wachsamer, sorgsame Pflege. Rasspferd. 25 Jahre, ja gut. Also wir haben noch einige Jahre vor uns. Konkubin. Will ich mir eigentlich gar nicht halten. Wir kriegen doch schon so genug Kinder, Alter. 5 Jahre, 4, 2, 0. Jo, bislang läuft das schon mal alles ganz gut.
Was wir halt mehr bräuchten, ist Gold. Ein Komplott bei Hof. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden. Und zwar mein Höfling Huld. Erstmal, wer ist Huld? Huld ist die Frau von unserem Champion und Erzjägermeister Scully. Ja, wir wollen den natürlich mal aufdecken. So. Beute abgeliefert. Apropos Komplott. Was macht hier gerade unser Ratsspitzel? Komplotte stören. Geheimnisse aufspüren. Komplotte unterstützen. Oder auch hier Ansprüche fingieren. Möchte ich das? Und wenn ja, wo drauf? Wir haben doch aber schon einige Ansprüche auch, ne? Nee, Anspruch. Ach so, rechtmäßig einen fallen gelassenen Anspruch darauf. Na gut, rechtmäßige Ansprüche sind natürlich nochmal was anderes. Machen wir mal Westfold. Höhere Steuern oder sowas, ne? Das bräuchte ich eigentlich auch mal. Das wäre irgendwie nice. Was? Wir werden überfallen. Ach du Scheiße, da oben. Ah, scheiße, ich muss da eigentlich auch dann, das hier ist nicht mehr unser Reich, ne? Nee. Das ist die gleichen? Ein Mörderland? Odin. Hier oben eine Armee stationieren, ne? Hier alle ausheben. Ja gut, ich kann auch kurz warten, bis die etwas vollzähliger sind und dann marschieren wir da oben hoch. In der Hoffnung, dass wir die noch rechtzeitig dran kriegen, die Pisser. Hörderland. Hier. Hä? Und währenddessen werdet ihr selber gerade überfallen? Ihr seid aber auch dumm. Gut, ich meine, ich könnte natürlich auch zurückschlagen, aber da wird gerade schon geraidet. Ich würde sagen, wir versuchen das zu verteidigen und dann erobern wir uns gleich diese Länderei. So, hauen die schon ab in der Zeit? Neid euch den Weg ab. Ah, wir haben die noch abgefangen. Ich hoffe, unsere zweite Armee stößt auch noch hinzu, bevor der Kampf vorbei ist. Ja. Pisser, ey. Wir sind ja hier schon mal. Ja, dann kann ich ja eigentlich, wenn wir schon mal da sind, den Krieg erklären, ne? Wie ist das denn jetzt? Ich habe wirklich einen Anspruch. Krieg erklären. Ja, unsere Armee. Und das finde ich zum Beispiel so doof. Ich kann dir jetzt keinen Krieg erklären, weil meine Armeen ausgehoben sind. Ja, ich bin doch in deren Nation, Alter. So, nicht Nation, in deren Reich. Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Muss ich die erst wieder auflösen, damit ich die wieder ausheben kann, nur um da wieder hinzulaufen oder was? So, wen beeinflusse ich eigentlich? Stimmt, das wollte ich mir irgendwann nochmal angucken.
Wer ist das? Da wollte ich eine Heirat arrangieren, irgendwie, richtig? Oh. Aber wen? Wen? Ach so, meinerseits, ja. Warum kann man nicht erst seinerseits auswählen? Der ist noch nicht verheiratet. Ida. Okay. Warte mal. Dann. Ja, war das doch jetzt, oder? Ja. Da wollte ich einen Verbündeten rausziehen aus dieser Aktion. Heirat arrangieren, wenn ich jetzt Ida anbiete. Gegen, was ist denn mit seinem Sohn Sven da? Sven Wese. Wie eine Fliege im Gesicht. Und Matrilinear. Nee, okay, das lehnt er natürlich ab. Was ist denn mit seinem Zweitgeborenen? Nice. Und die werden dann in unser Haus geboren, ja. Das ist okay. Damit bin ich einverstanden. Na, wollt ihr nochmal fighten? Jo, alles klar. Dann eben nochmal drauf. Rein in den Lachs. Mein Gott, wie lange marschieren die denn über diesen einen Hügel drüber? Warum kann ich die jetzt wieder nicht auflösen? Also manchmal raff ich diese Sachen hier echt noch nicht. Ach so, jetzt. Hä? Rogaland, ja, okay. Aber das ist doch auch mein Reich. Ja gut, das ist aber ein anderes Gebiet. Okay. Never mind. Ich hab's verstanden. So, ihr Pisser. Wo haben wir's? Die haben 78 Männer noch. Warte mal, wenn ich jetzt hier ohne Dings vorgehe, ne? Grafschaft. Muss man immer was einsetzen. Aber wenn ich Ansprüche. Okay, ach nee, das kostet dann was anderes. Aber dann müsste ich auch rechtmäßiger Herr werden, ne? Ja, egal. So, und die Armeen wieder ausheben. Und da eben kurz einmarschieren. Gar kein Problem. Von denen ist ja absolut nichts mehr übrig. Dass man dann noch 10 Monate irgendwas belagern muss, das ist mir immer noch ein bisschen unverständlich, wenn man so eine Übermacht hat, aber mein Radspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Ein Champion, kann ihn nicht aussprechen, schmiedet Ränke. Ja gut, gegen Huld. Unser Champion. Missgünstig nah. Hat er irgendeinen Ratsposten? Nee, oder? Warte.
Nee, sonst würde das da ja stehen. Was für ein wertloser Unhold. Ja, okay. Mehr kann ich aber auch noch nicht machen. Haben mal wieder jemanden gefangen genommen. Und sind am Belagern. Oh, meine Gemahlin hat sich mit süßen Worten in mein Leben gedrängt, okay. Wir könnten sie beschlafen. Wie süß, aber nein. Was ist das? Ich bin dieses Spielchen leid. Jetzt wird 10 Jahre lang niemand versuchen, mich zu verführen. Ja, komm. Wird geschehen. Komplott? Ich hatte doch gar kein Komplott mehr gegen die, oder? Wir beginnen eine Affäre? Ja, das ist doch meine Gattin, Alter. Okay. Fand eine Affäre. So, von mir aus. Bin ich auch Gefangene im Kerker? Was ist er für ein Heini? Brillanter Stratege. Ja, der kann wohl kämpfen. Könnte ich vielleicht billig als Champion rekrutieren, ne? Boah. Kann man mal als Backup haben, den Typen. Besser haben als brauchen. Sag mal, wenn jetzt hier die Heirat unter Dach und Fach ist, dann brauche ich den auch gar nicht mehr beeinflussen. Dann kann ich das beenden und mir irgendwas anderes suchen. Mache ich gleich, wenn wir das hier fertig haben. Boah, 75 Gold für den Anspruch? Hab ich gerade gar nicht, Alter. Ist es mir das wert? Ganz ehrlich, ich wusste jetzt nicht, dass man dann auch noch so viel Gold dafür bezahlen muss. Dann nicht. Die Alte ist mal wieder schwanger. Dann kann ich das eigentlich auch sein lassen, dass die, wo ist es da? Ansprüche fingiert, ne? Hier machen wir mal religiöse Beziehungen. Zumindest, wenn ich kein Geld habe, um das dann auch zu bezahlen. So, Belagerung gewonnen. Forderungen setzen wir mal durch. Bäm. Schön, alter Schwede. Achso, ja gut, das in der Mitte hier ist nur Gebirge. Ist kein bewohnbares Land. Sieht aber schon ganz geil aus. Wie groß unser Reich Christiania jetzt geworden ist. Nice, nice. Und, ja gut. Reiche und das hier. Königreich Norwegen. Natürlich fehlt schon noch ein bisschen was. Aber wir sind schon mal auf einem ganz guten Weg. So, Armeen auflö. Mal warte, oder? Oder rauben wir, wenn wir schon mal unterwegs sind? Gold brauche ich ja immer. Wir gucken mal gleich, wie ist hier die Kontrolle? Okay, wächst und gedeiht ganz gut.
Ja, natürlich ist die Gemeindekontrolle niedrig. Herzogtümer können wir noch schaffen, das weiß ich auch. Miri, ja, theoretisch könnte ich mir natürlich auch noch mehr Dings jetzt holen. Will ich aber gar nicht unbedingt. Rasmus haben wir bereits verlobt, genau. Gida haben wir auch verlobt. Stian haben wir auch verlobt. Warte mal, ich muss noch mal gerade die. Ja, Sigurd. Sigurd Schlangenauge. Ach, der ist das, okay. Gida. Haben wir eben mit diesem Käse, Väse verkuppelt. Wen hat er? Auch weg. Oh. Ja, das war wahrscheinlich nicht unbedingt so notwendig, dass ich mich zweimal in dem Haus eingeheiratet habe, aber nun ja. Magnus. Sigurds Tochter. Haralds. Und hier. Häuptling Harald. Ja, Sigurd. Sigurd Schlangenauge haben wir schon. Wer ist denn Häuptling Harald? Ach so, Struwwelhaar. Ja. Torgar. Hammer. Wer ist denn Hammer? Mögliches Bündnis. Häuptlingszug von Westfold? Gott, nee, das brauche ich ja eigentlich nicht machen. Zu denen haben wir eh so ein schlechtes Verhältnis. Die will ich möglichst zeitnah platt machen, Alter. Haben wir denn noch kein Bündnis mit Sigurd? Müssten wir doch eigentlich haben. Denn. Moment, Moment. Da. Jarl Sigurd Schlangenauge. Ja, Bündnis kann ich gar nicht raushandeln. Haben wir schon, glaube ich, ne? Kann man das denn eigentlich richtig sehen? Kann ich nicht irgendwo Verbündete sehen? Na, keine Ahnung. Dann warte ich mal noch mit unserem Kleinen hier etwas. Kann ich die jetzt. Ich dachte, ich könnte die vielleicht als Räuber umfunktionieren. Wir geben mal wieder Räuber aus. Ich glaube, ich bleibe jetzt auch zusammen mit denen. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Da bin ich jetzt zu unsicher. Wenn uns da wieder irgendwie welche in die Quere kommen. Wo wollt ihr hin? Warum kann ich. Da. Zusammenfassen, so, zack. Wo gehen wir denn mal hin? Hier wieder? Boah, da gibt es einfach geile Beute, ne? Ostfrankreich. Oh, ja klar, militärische Stärke ist uns überlegen. Sollte ich mich jetzt eigentlich auch nicht mit anlegen, unbedingt. Lothringen. Ebenbürtig. Ja, vielleicht sollte ich danach mal ein bisschen auch gehen, ne? Hier so im Bereich Polen.
Das könnte interessant sein. Da gibt es aber nicht wirklich was zu holen. Werden die alle immer so geradet oder sind die alle so arm? Ja, hier die Franken, Alter. Lothringen ginge noch. Ja, da gehe ich mal hin. Ach, warte mal. Bevor wir abreisen, hole ich mir noch mehr Armee. Wenn wir schon mal richtig aufs Ganze gehen. Bisschen mehr könnten wir eigentlich natürlich noch mal machen. Die brauchen noch ein bisschen, bis sie größer werden. Und wo habe ich die eigentlich alle stationiert? Stationiert in hier. Die habe ich stationiert dort. Und die dort, okay. Gepanzertes Fußvolk, das könnten wir natürlich nochmal vergrößern. Auch das erstmal so. Leichtes Fußvolk, Bogenkämpfer, gepanzertes. Pikiniere. Sind gegen Reiter gut. Leichte Reiterei, kontern Bogenschützen. Wir haben ja noch keine Reiterei, ne? Reiterei. Mach ich mal so. Und die werde ich mal hier oben stationieren. Und wir warten mal noch ein bisschen, bis die Armee etwas größer wird. Gut, dauert natürlich schon eine ziemlich lange Zeit. Weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob die auch unterwegs größer werden. Keine Ahnung. Aber wir legen mal los. So, großer, wirklich großer Raubzug ist jetzt hier mal geplant. Da bin ich mal gespannt, was das so Schönes gibt für unser Reich. Werden die jetzt noch mehr? Naja, wahrscheinlich nicht auf See dann nicht, aber grundsätzlich auf Dauer kriegen wir da schon mehr militärische Stärke. Ich bleib mal jetzt nur in Anführungszeichen. In Lothringen, was ja relativ groß ist. Militärische Stärke ebenbürtig und ich habe jetzt nicht ganz alles hier. Könnte also sein, dass man uns da mit 2000 Truppen oder so entgegenkommt. Ja. Auch wenn ich hier übrigens immer ein bisschen drüber sitze, aber ja, geht halt nicht anders leider. Kriegsführung, nice. Geil. Direkt in mehr Kontrolle reinballern. Wie hoch ist da eigentlich? Haben wir es hier? 66. Oh, monatliche Einnahmen. Domäne, Alter. Ist jetzt gerade ganz schön gestiegen. Im Vergleich zu dem, was wir vorher noch hatten. Nice, nice. Oh. Ja, gut, minus Armee und so jetzt. Aber wenn wir nichts investieren würden, haben wir 3 Gold pro Monat. Das ist schon ganz gut. Und die nächste Tochter. Dann nehmen wir doch mal das Uno X Women Team. Gia hatte ich ja einfach mal so benannt.
Susanne, Amalie, Rebecca. Amalie gibt es sogar zweimal. Anna Dorte. Anne. Amalie, ja. Amalie oder Amalie, wie auch immer. Nehmen wir die mal. Die kann hier noch ein Mündel nehmen, ne? Ja. Nimmt die mal die Tochter direkt. Ach, für die nehme ich jetzt mal zur Geburt noch nicht sofort einen Lebenswandel oder wie das heißt.